Guten Tag, meine Damen und Herren. Es ist Dienstag, der 6. Dezember 1870. Wir bringen Nachrichten. Zürich. Die Redaktion der Zürcher Neuen Presse hat mit Schärfe die Verdächtigung zurückgewiesen, Gelder aus dem Geheimfonds des ehemaligen Kaisers Napoleon erhalten zu haben. Dieser Vorwurf war von der sozialdemokratischen Tagwacht erhoben worden, die das Bourgeoisblatt, wie sie es nennt, wegen seiner kritischen Berichterstattung über die Französische Republik angreift. Bern. Die Bundesversammlung ist zu einer neuen Sitzungsperiode zusammengetreten. Hauptpunkt des Beratungsprogramms sind Maßnahmen zur Wahrung der eidgenössischen Neutralität. Oberbefehlshaber General Herzog hatte in diesem Zusammenhang immer wieder davor gewarnt, die Stärke der Schweizer Armee zu vermindern. Hier das Neueste vom französisch-deutschen Konflikt. Fast 5 Monate nach seinem Beginn ist noch immer kein Ende des Krieges abzusehen. Die Zerschlagung und Gefangennahme aller kaiserlich-französischen Armeen, der Sturz des Kaiserreichs und der Fall so wichtiger Festungen wie Straßburg und Metz in den ersten Monaten des Kampfes haben nicht das allgemein erwartete Ergebnis gehabt. Die junge französische Republik hat erstaunliche Lebensfähigkeit bewiesen. Französische Volksheere verteidigen weiter das eingeschlossene Paris, kämpfen im Norden bei Amiens, südwestlich von Orléans und westlich unserer Landesgrenzen auf der anderen Seite des Jura. Die Seele des Widerstandes ist der mit diktatorischer Rücksichtslosigkeit durchgreifende Volkstribun Léon Gambetta. Verhandlungen auf hoher diplomatischer Ebene zwischen dem französischen Außenminister Favre rechts und dem deutschen Bundeskanzler Bismarck links zur Beendigung des Ringens sind immer wieder gescheitert. Die Ursache wird in den Annexions- und Reparationsforderungen der deutschen Länder gesehen. Auf deutscher Seite hat das gemeinsame Kriegserlebnis zwischenstaatliche Verhandlungen über die Bildung einer deutschen Union begünstigt. Die letzten Meldungen von den Kampforten. Orléans wurde von deutschen Truppen genommen, die französische Regierung soll von Tours nach Bordeaux verlegt werden. Vor Paris hat die bisher größte Ausfallschlacht des Krieges stattgefunden. In 4-tägigem blutigem Kampf versuchten 100.000 französische Soldaten bei Villechampigny den Belagerungsring zu durchbrechen. Ohne Erfolg. Vor Kuba lieferten sich der französische Aviso Bouvet rechts und das deutsche Kanonenboot Meteor links ein Seegefecht. Der mehr als 2-stündige Kampf, der auch zu einer Kollision führte, endete unentschieden. Beide Schiffe erlitten Havarien, so dass sie in den neutralen Hafen von Havanna zurücklaufen mussten. Unsere bewährte Spezialredaktion wird sich unmittelbar nach diesen Nachrichten ausführlich mit den verschiedenen Aspekten des deutsch-französischen Völkerringens beschäftigen. Und hier Nachrichten aus aller Welt. Petersburg. Nachdem die Choleraepidemie Zentralrussland heimgesucht hatte, ist die Seuche jetzt auch im Westen des Kaiserreichs in Polen aufgetreten. Meudon, eine Erfindung, die zu Unrecht in Vergessenheit geraten ist und jetzt große Bedeutung haben könnte, machte vor einem Jahr der französische Chemiker Maige Murier. In den letzten Kriegen klagten die Soldaten stets über Fettmangel. Und da hat dann unser damaliger Kaiser den Befehl zur Erfindung einer Kunstbutter gegeben. Das ist Ihnen mit Unterstützung aus der kaiserlichen Statute tatsächlich gelungen. Wie ist es eigentlich zu dem Namen Margarine gekommen? Wenn man Rinderteig das Stearin entzieht, bleibt Oleomargarin. Und das ist der Grundstoff der Margarine. Das wäre doch eine Wunderwaffe gegen den Hunger. Warum greift man jetzt nicht begierig danach? Keine Ahnung. Es interessiert sich kein Mensch dafür. Nur der Kaiser verstand eben etwas davon. Tragisch. Haben Sie noch Hoffnung für Ihre Kunstbutter, die Margarine? Offen gestanden, nein. Sie wird wohl in Vergessenheit geraten, wie so manches Nützliche. Madrid. Prinz Amadeo von Savoyen, Herzog von Aosta, wird neuer spanischer König. Die Kandidatur des deutschen Prinzen Leopold für diesen Thron hatte in ihrer Folge zum Konflikt zwischen Frankreich und den deutschen Staaten geführt. Berlin, der deutsche Dichter Theodor Fontane ist wieder frei. Fontane war bei einer Bereisung der Kriegsschauplätze in der Nähe von Besançon französischen Franc-Tireurs in die Hände gefallen. Jetzt ist er als Nicht-Kombattant aus der Gefangenschaft entlassen worden. Schwerin. Es gibt keine umfassende Regelung für die Unterstützung der Frauen und Kinder von Reservisten. Das trifft besonders die Angehörigen von Landwehrmännern, welche fast alle Familie haben und von denen jetzt in Deutschland fast 250.000 einberufen worden sind. Viele sind auf milde Gaben der freiwilligen Hilfsvereine angewiesen. Hier bei uns hat zum Beispiel Großherzogin Maria von Schwerin ein solches Komitee ins Leben gerufen. Trotzdem ist die Lage, besonders von Landarbeiterfamilien, sehr schwierig. Frau Gluckner, was hat Ihr Mann verdient, bevor er den blauen Rock anzog?
Also ich will mal sagen, so ungefähr 3 Taler auf die Woche. Aber natürlich nicht alles in richtigem Geld. Nee, auch Naturalien, Roggen und Weizen zum Backen. 12 Taler im Monat, das sind hier oben ungefähr 40 Mark. Was kostet ein Pfund Fleisch? Ein Pfund? 50 Pfennig. Wird aber nur alles teurer, weil sie ja so viel aufkaufen müssen. Ein Pfund Erbsen kostet 8 Pfennig und nun schon 10. Aber der Verdienst ihres Mannes fällt jetzt weg. Gott sei Dank habe ich ja meine Kinder. 4 Stück, die arbeiten nun mit auf dem Feld. Wie alt sind Ihre Kinder? Der älteste 11 und der jüngste 5. Sollen ja eigentlich noch nicht. Ist ja erst ab 12 erlaubt, wenn es mehr sind als 6 Stunden am Tag. Aber neulich, da haben wir vom Kreis, vom Landwirt, nicht, 10 Taler bekommen. Und mein Mann, der schickt auch ab und zu was von seiner Löhnung. Da erhalten Sie also keinen fixen Betrag pro Woche? Woher denn? Wir verdienen uns was zu und dann kriegen wir ja auch Spenden von den feinen Herrschaften. Nicht jede Soldatenfamilie ist so schlecht gestellt. Bei fast allen in Deutschland fehlt jedoch eine fest geregelte Versorgung. Zum Schluss, wie immer, das Wetterbild da. In ganz Europa ist mit Schnee, Eis und Kälte der Winter eingebrochen. Selbst in Südfrankreich und Italien fällt Schnee. Die Morgentemperaturen: Zürich minus 8 Grad, Berlin minus 11, Petersburg minus 18, Wien minus 13, Paris minus 10 Grad. Liebe Landsleute, 145 Tage Krieg. Fast 5 endlose Monate, in denen mitten im Herzen Europas die Hörner riefen und die Trommeln wirbelten, in denen gelitten und gestorben wurde. Niemand hatte nach dem dramatischen Siegeslauf der deutschen Heere in den ersten Kriegswochen geglaubt, dass Frankreich noch eine Chance habe. Aber 3 Monate nach Sedan, das zum Grab des französischen Empire ward, ist noch kein Ende des Krieges abzusehen. Die französische Republik hat unter der eisernen Faust des Tribunen Gambetta verblüffenden Widerstandsgeist bewiesen. Ein flammendes Beispiel dafür ist die eingeschlossene Hauptstadt Frankreichs. Wenn auch alle telegrafischen Verbindungen aus der Metropole abgeschnitten sind, so erreichen uns doch immer noch Meldungen auf dem abenteuerlichen Ballonweg. Unser Beobachter berichtet aus Paris. Als ich heute über den Boulevard Haussmann ging und beim Schlachter Roos hineinschaute, hing dort zum Verkauf der Rüssel des Zoo-Elefanten Pollux, den ich so oft gefüttert hatte. Ein Pfund dieses Elefantenrüssels kostete 40 Francs. Nun muss man bedenken, dass ein Pariser Arbeiter im Durchschnitt 100 Francs im Monat verdient. Das nur zum Vergleich. Auf der Karte meines Restaurants stand heute Büffelfleisch, Antilope und Känguru. Im Zoo muss ein wahres Gemetzel stattgefunden haben. In der vergangenen Woche gab es Kamel, Esel und Maultier. Und gestern servierte man mir eine Scheibe Spanien. Das sind natürlich Kuriosa, das sind Exzentrizitäten für wohlhabende Bürger, die es sich leisten können. Warum erzähle ich Ihnen das? Weil diese Einzelheiten symptomatisch sind für die Situation in der eingeschlossenen Stadt. Die einfachen Leute bekommen nämlich nur 60 Gramm Pferdefleisch pro Tag zugeteilt, wenn sie es überhaupt bekommen. Mit einem Wort, Paris beginnt zu hungern. Zwar ist der Widerstandsgeist, der Wille zur Verteidigung in dieser Riesenmetropole ungebrochen, aber der Hunger und die Enttäuschung untergraben die Einheitsfront der Kämpfenden und erschüttern das Vertrauen in die Führung. Während ich zu Ihnen spreche, wälzen sich ganze Haufen geschlagener und demoralisierter Soldaten an mir vorbei. Die Straßen der Stadt sind versperrt durch kilometerlange Trecks von Ambulanzkarren, vollgestopft mit Verwundeten. Eine Flut blutigen Elends ergießt sich in die Stadt. Der Plan des Präsidenten General Trochu, in einer gewaltigen Ausbruchsschlacht, die vor 4 Tagen begann, den Ring der Belagerer zu sprengen und den Heeren Gambettas im freien Frankreich die Hand zu reichen, ist gescheitert. Der große Schlag, der die Wende bringen sollte, wurde zum Fehlschlag. Die Folgen sind noch gar nicht abzusehen. Die Reaktion auf diese Ereignisse wird so verschiedenartig und individualistisch sein,
wie es die Einwohner dieser Stadt nun einmal sind. Bisher waren sie konfrontiert mit dem relativ einfachen, ja manchmal exaltierenden Problem der Belagerung. Jetzt stehen sie vor dem grimmigen Problem des Überlebens. Am besten untersuchen wir einmal, wie sich der Krieg im persönlichen Leben von Angehörigen der verschiedenen Schichten und Stände widerspiegelt. Lassen wir einige Pariser selbst zu Wort kommen. Wie froh bin ich, dass wir damals, als Majestät das große Unglück bei Sedan hatte, gleich so viel eingelagert haben. Vor den Läden stehen die Leute morgens um 6 schon an, 2 Stunden später ist nichts mehr da. Auf die Straße mag man schon gar nicht mehr gehen. Da läuft alles in Bürgerwehruniform und mit Flinten herum. Auch Charles. Aber mit dem Herzen ist er nicht dabei. Neulich sagte er, dass man Schluss machen müsse, aber leider nicht kann. Die Nationalgarde aus den Arbeitervierteln ist ja ganz verrückt nach dem Krieg, den sie nicht zu kämpfen braucht. Diese Leute würden uns zerreißen, wenn wir Frieden schließen, sagt Charles. Jawohl, die Republik diktiert den Frieden, sie nimmt ihn nicht an. So steht es in unserem Aufruf. Keine diplomatische Vermittlung, kein Waffenstillstand. Aber wenn wir dann energische Ausfälle verlangen, kriegen wir von diesen hochnäsigen Offizieren die dumme Antwort, wir sollen daran teilnehmen. Dabei ist unsere Aufgabe nur die Verteidigung der eigentlichen Stadt. Vor 5 Wochen, als wir die Regierung stürzen wollten, da haben sie gezittert. Jetzt schimpft dieses arrogante Pack schon wieder über unsere Unfähigkeit. Aber sie haben sich schließlich von den Preußen verdreschen lassen. Die ganze zweite Armee sollte durchbrechen. So war es gedacht. 80.000 reguläre und 20.000 Mann ausgesuchte Mobilgarden. Am 30. November überquerten wir die Marne, wo die Pioniere Pontonbrücken geschlagen hatten. Im Tagesbefehl von General Ducrot stand, ich schwöre, entweder tot oder als Sieger zurückzukommen. Um 8:30 fingen plötzlich hunderte von unseren Kanonen an zu donnern. Und dann ging's los. Befehle, Clairon-Signale, Sturmschritt. Im ersten Anlauf haben wir gleich Brie und Champigny genommen. Und dann war's auf einmal aus. Den Schlossparks von Villiers und Queuilly kamen wir einfach nicht vorbei. 3 Tage haben wir es versucht. Immer und immer wieder. Nachts lagen wir bei 10 Grad Kälte auf dem Boden. Am 3. Tag hat es mich dann erwischt. Wie schon so viele vor mir. Dabei habe ich noch großes Glück gehabt, dass mich diese amerikanische Ambulanz aufgelesen hat. Tausende von Verwundeten auf einen Schlag. Hotels, Bahnhöfe, Schulen, Kirchen und so weiter vollgestopft mit Blessierten. Unbeschreiblicher Schmutz, keine Lüftung. Meine französischen Kollegen haben die merkwürdigsten Vorstellungen von Hygiene. Von 5 Verwundeten sterben 4. Gott sei Dank haben wir unser Musterlazarett von der Weltausstellung dabei. Wir bringen 4 von 5 Kranken durch. Wenn es nur nicht so viel nutzlose Spielereien gäbe. Im Odeon-Theater hat sich die Bernard ein Spital eingerichtet. Da kann sie nun hochdramatisch in Krankenschwesterntracht herumlaufen. Sarah Bernard, die Göttin im härenen Gewand der Nächstenliebe. O Thespis, verhülle dein Haupt. Doch wofür all der Heroismus? Heute wirft uns der Rückzug in die Finsternis der Verzweiflung. Die Höhen und Tiefen der Hoffnung sind es, die einen töten. Und die Langeweile. Was sind die Salons ohne ihre Dichter? Nur Victor Hugo schleudert weiter seine Blitze. Sturmgeläut, Sturmgeläut. O Paris, du wirst die Geschichte vor dir niederknien lassen. Wenn er nicht gerade seine Mätressen besucht. Sonst öde. Und doch... in der Spannung des Krieges immer ein wenig Herzklopfen zu haben. Darin liegt Süße. Das Geschäft geht nicht. Ich bin ohne Arbeit. Ich kann nicht einmal kaufen, was es auf Lebensmittelkarten gibt. Gott sei Dank, dass ich keine Kinder habe. Es gibt fast keine Milch für sie. Auch zum Heizen gibt es nichts. Viele sitzen deshalb im Freien, weil es im Haus noch kälter ist. Die Facharbeiter haben es gut. Ganz Paris ist eine einzige Werkstatt für Kanonen, Gewehre, Munition und solche Sachen. Und die Nationalgarde bekommt ihren Sold sogar für die Frauen und Kinder. Ich wäre ohne die Volksküchen verloren. Aber es hat keinen Zweck zu klagen. Die Soldaten draußen müssen sich auch aushalten. Wenn nur der Hunger nicht wäre. Was ist Hunger, was ist schon Not? Ein guter Nährboden für die Revolution, die wir nötig haben. Die ganze Verteidigung von Paris ist nichts als eine Lüge und eine Farce. Die Bourgeois werden eines Tages mit den Preußen gemeinsame Sache machen. Diese Deutschen brauchen nur darauf zu warten, dass unser Proviant zu Ende geht. Dann wird unsere sogenannte Regierung der nationalen Verteidigung erklären, dass es jetzt Zeit ist, an den Suppentopf zu denken. Deshalb verlangt das souveräne Volk die Kommune, die kämpfende Gemeinschaft. Nur ein verändertes Frankreich kann den Feind aus dem Land jagen. Diese Roten mit ihren Revolutionsclubs sind eine Gefahr. Sie haben keinen Überblick und verlangen Unsinniges.
lassen sich vom Anblick der vielen Kepis täuschen. Alle Plätze sind gefüllt mit Offizieren, die nichts wissen, und Mannschaften, die nichts können. Zu viele Uniformen und zu wenig Soldaten. 300.000 davon Nationalgarde der Stadt Paris, unbrauchbar. 120.000 Mobilgarden, jung, tapfer, aber zu wenig Erfahrung. Und nur 90.000 Reguläre, auf die Verlass ist. Vor uns ein unbeugsamer Gegner, im Rücken ein Wirrwarr von Defaitisten und Chauvinisten. Trotzdem, vielleicht können wir in 14 Tagen den nächsten Schlag führen. So sieht es in Paris aus unter dem Würgegriff der deutschen Blockade. Aber während der normale Bürger es allmählich satt ist, in Uniform herumzustolzieren, empfinden die Pariser Arbeiter den Belagerungszustand mit einer gewissen Genugtuung. Sie leben umsonst, sie bauen Barrikaden und warten mit grimmiger Ungeduld beinahe auf den Tag, an dem sie das Haus ihres Mietsherrn in die Luft sprengen können, um die Preußen aufzuhalten. Hier stellt sich ein ganz besonderes Problem. Fast kein Arbeiter in Paris zahlt mehr Miete. Die Regierung hat ein allgemeines Schuldenmoratorium erlassen. Und man muss sich wirklich fragen, was an dem Tag passieren wird, an dem die Mietsherren die rückständige Miete einfordern und die Gläubiger versuchen werden, die Schulden einzutreiben. Ich habe das Gefühl, dass sich hier gefährlicher, ja revolutionärer Zündstoff ansammelt. Wie dem auch sei, und obwohl der Durchschnittspariser kriegsmüde ist, bleibt er doch von der beinahe fatalistischen Überzeugung durchdrungen, dass ausgehalten werden muss und dass Hilfe von außen kommen wird. Es sind ja noch Vorräte da, selbst wenn sie geheim gehalten sind. Es gibt jedenfalls genug Waffen, Kanonen, Munition, Gewehre und es sind Männer da, die bereit sind zu kämpfen. Ich erlebe hier Paris im Zustand der schrecklichsten Niederlage und bleibe überzeugt, dass diese Stadt, die zäh ist wie eine Katze, sich noch einmal aufbäumen wird. Ich kann nur wiederholen, Paris ist noch nicht am Ende. Diese Stadt ist ein Phänomen. Heroismus kann man ihr nicht absprechen. Ob man aus diesem Amalgam aus heldenhafter Selbstverleugnung und kleinlichster Schwäche, aus kühler Einsicht und engstirniger Dummheit am Ende die blitzende Medaille des Sieges schlagen kann, ist fraglich. Vielleicht überschätzen viele Franzosen ihre Möglichkeiten. Und falscher Optimismus steht am Anfang jedes Sturzes. Beinahe pessimistisch blickt man dagegen zurzeit im deutschen Hauptquartier in die Zukunft. Vielleicht lässt das ja Schlüsse auf den Ausgang des Krieges zu. Unser Korrespondent hat vor Paris zwei Angehörige der deutschen Führung zu einem Gespräch zusammengeführt. Bitte, Versailles. Ich befinde mich hier in dem Haus, in dem der deutsche Kanzler und preußische Ministerpräsident Graf Bismarck residiert. Zwei der angesehensten Persönlichkeiten der deutschen Führung waren zu diesem Gespräch bereit. Geheimrat Abeken gehört zur unmittelbaren Umgebung des Kanzlers. Ich glaube, man nennt sie seine Feder. Das ist sehr liebenswürdig apostrophiert. Graf Bismarck schreibt Geschichte, wenn ich ihm dabei helfen kann, die Politik zu formulieren. Und wenn Sie nur die Tinte liefern, auch da. Der Offizier zu meiner Linken ist Exzellenz von Blumenthal, Generalstabschef des preußischen Kronprinzen. Übrigens, Herr Geheimrat, ich sehe Sie in Uniform vor mir. Welchem Regiment gehören Sie an? Was würde mich auch interessieren? Ich weiß, dass das Militär auf Novitäten dieser Art erpicht ist. Das ist nicht die Uniform eines Regiments, sondern die Mitarbeiter des Kanzleramts haben für diesen Feldzug diese Uniform bekommen. Wer hat das einführen lassen? Auf unseren Vorschlag ging Graf Bismarck. Meine Herren, man spricht von einem schweren Bruch innerhalb der deutschen Führung, von tiefen Differenzen um eine Kernfrage der Kriegsführung. Es geht um Paris, um die noch immer nicht bezwungene Festung. Der Streit scheint sich an der Frage entzündet zu haben, ob man diese Stadt beschießen soll oder ob man es bei der Einschließung belässt. Herr Geheimrat, warum ist Ihr Chef Bismarck so betont für die Beschießung? Er sagte, wenn ich ihn zitieren darf, und wenn ich ein Herzogtum hätte, ich würde es hingeben für den ersten Schuss der Gegenpartei. Ja, das ist ein Wort, das inzwischen Flügel bekommen hat. Weil er überzeugt ist, dass das Bombardement der Stadt Paris den Krieg abkürzen wird. Ich war eigentlich immer der Meinung, dass militärische Aktionen von Soldaten konzipiert und realisiert würden. Denn wir haben diese Dinge ja schließlich gelernt. Und der bisherige Verlauf des Krieges hat ja wohl bewiesen, dass wir unser Handwerk ganz gut verstehen. Auch eine imponierende Art bewiesen, wenn ich das hinzufügen darf. Ich danke Ihnen. Aber Ihre Ansicht ist doch die, dass das
System der hermetischen Abschließung von Paris, das den Militärs vertreten, versagt hat. Na, von Versagen kann man da nicht sprechen. Oh, bitte, da muss ich aber ganz entschieden protestieren. Das müssen wir nicht, Exzellenz, denn das Wort ist bei uns nicht gefallen. Ach, meine Wir laufen nur, da werden Sie mir recht geben, sagen, dass die Einschließung von Paris bisher nichts effektuiert hat. Aber es ist zu früh, da etwa von Versagen zu reden. Nein, ich möchte auch bezweifeln, dass dem Kanzler die nötigen strategischen Einsichten zur Verfügung stehen, um ein solches Versagen feststellen und beurteilen zu können. Ich darf rekapitulieren. Sie und Ihr hoher Herr sind gegen die Beschießung nach wie vor. Sie haben es oft genug mit Schärfe ausgedrückt. Allerdings, so ich stehe auch jetzt noch dazu. Eine Beschießung von Paris ist unnötig. Sie ist im gegenwärtigen Zeitpunkt unmöglich. Und sie ist darüber hinaus nutzlos. Nutz- und wirkungslos. Bitte machen Sie sich doch einmal klar. Wir haben auf unserem ganzen Abschnitt der Belagerungsfront ganze 600 Geschütze stehen, während der Gegner, unseren Force, über mehr als 3000 verfügt. Die Verkehrslage hier ist miserabel, zum großen Teil auch durch die Einwirkung des Krieges. Wir müssten neue Straßen, neue Bahnlinien bauen, um unsere Belagerungsgeschütze von Straßburg, die Küstenbatterien von der Nordsee, die neuen Riesenmörser von Krupp heranzubekommen und in Stellung zu bringen. Und selbst dann würden wir mit unserer Beschießung nur die südlichen Bezirke von Paris erreichen. Ich garantiere dafür, dass Paris allein durch Hunger zur Kapitulation gezwungen wird. Meine Herren, ich habe den Eindruck, dass wir aneinander vorbeireden, dass vielleicht Sie aneinander vorbeireden. Ich möchte wissen, wie es wirklich zu dieser Verstimmung kam, Herr Geheimrat. Ja, aber durch die unterschiedliche Auffassung einer auch vom Chef des Stabes als Novität bezeichneten Lage. Wir schließen mit 200.000 Soldaten eine 2-Millionen-Stadt ein. Das hat es noch nicht gegeben. Verdächtigt Ihr Kanzler, jetzt zum ersten Mal. Verdächtigt Ihr Kanzler, die Militärs, die gegen die Beschießung sind, nicht vielmehr deshalb dagegen zu sein, weil sowohl seine Hoheit der Kronprinz, wie Exzellenz Moltke, wie Generalquartiermeister Gottberg, übrigens auch Sie, Exzellenz, ihn mit Engländerinnen eingegangen sind und Ihre britannische Majestät, Queen Victoria, ist gegen die Beschießung, so ist es doch. Ja, diese Frage habe ich erwartet. Diese äußerst taktvolle Frage nach der sogenannten Unterrohr-Diplomatie. Und Ihre Soldaten ersehnen das Bombardement doch wie eine Erlösung. Soll ich jetzt vielleicht zu den einzelnen Truppen hingehen und jeden einzelnen fragen, wie hätten Sie es denn gern? Sind Sie zufrieden mit der Belagerung oder möchten Sie lieber eine Beschießung und einen kleinen Sturmangriff hinterher? Sie würden also Soldaten haben zu gehorchen. Sie würden also sagen, dass es einen Zwist überhaupt nicht gibt? Es gibt nur unterschiedliche Auffassungen aus der gemeinsamen Sorge um die rasche Beendigung des Krieges. Wie dem auch sei, ich danke Ihnen für dieses Gespräch, Exzellenz. Ja, es ist nicht ganz einfach, da durchzuschauen. Die deutsche Heimat übrigens verlangt stürmisch nach der Beschießung. Hier im Hauptquartier kommen Briefe an, wie dieser. Lieber Moltke, gehst du stumm immer um das Ding herum? Lieber Moltke, sei nicht dumm, mach doch endlich bum, bum, bum. Und etwas volkstümlich derb teilt man dort Anhänger und Gegner des Bombardements ein in die Schießer und in die Scheiße. Ja, danke. Bitte haben Sie Verständnis, wenn der raue Ton des Krieges auf unseren Kolporteur abfärbt. Mir liegt nun aus zuverlässiger Quelle die Nachricht vor, dass man sich jetzt doch endgültig für ein Bombardement entschieden hat. Wann allerdings der erste Schuss fällt, steht noch in den Sternen. Von den Schwierigkeiten haben Sie ja gehört. Nun weiter. Es gibt neben der Welt der großen Politik noch eine andere. Es hält sich eine Reihe vornehmer Schlachtenbummler mit ihrer Begleitung im deutschen Hauptquartier auf, darunter sogar Hofmaler. Ein Kollege wird Sie jetzt zu einem Besuch ins Schloss Versailles führen. Bitte. In dem riesigen Gebäudekomplex des Versailler Schlosses sind jetzt nicht etwa Fürsten, Staatsmänner oder hohe Offiziere untergebracht. Überall sind Kranke und Verwundete. Das Ganze ist eigentlich ein einziges Lazarett. Aber einige Räume sind deutschen Kriegsmalern zur Verfügung gestellt worden. Und diese Herren haben besonders gute Beziehungen zu Hofkreisen.
Ich möchte mich deshalb ganz gerne mit Ihnen über das unterhalten, was man die zweite Staffel nennt. Das sind die Deutschen, die im Gefolge des Hauptquartiers sind, obwohl sie eigentlich hier gar keine besonderen Aufgaben haben. Was tun nun eigentlich die ganzen hohen Herrschaften hier mit ihren Adjutanten, Vorlesern, Sekretären, Hofmalern? Ja, schon gut, Doktor. Was machen die alle hier? Zu tun hat keine der Hoheiten von der zweiten Staffel, auch nur das Geringste. Das heißt, das Hauptquartier ist eigentlich nur deshalb in Versailles, weil die Hoheiten sich in den Provinznestern langweilen. Sicher? Der Krieg geht nicht so schnell zu Ende, wie sie sich das dachten. Da schrie eben alles nach Versailles. Es spielen natürlich auch politische und militärische Gesichtspunkte mit. Ja, aber mopsen tun sie sich trotzdem. Schlagen mit Whistpartien die Zeit tot, spielen Croquet, spazieren herum. Und hierher, um ihre Bilder zu kritisieren. Apropos, der sieht aus wie der Coburger. Seine Hoheit, Herzog Ernst von Sachsen-Coburg-Gotha, hatten geruht, mich mit einem Gemälde zu beauftragen, welches höchst denselben zeigt, wie er als Held in der Schlacht von seinen jubelnden Truppen begrüßt wird. Truppen ist gut. Wie viel hat er denn? 6 Kompanie. Der Coburger als Held, das ist etwas Neues. Ich habe gehört, dass er schon nervös wird, wenn er eine Mitrailleuse hört. Und was heißt, hatten wir uns? Jetzt eben haben Hoheit geruht, es durch seinen Adjutanten wieder abbestellen zu lassen. Obwohl ich ihn für die 5000 Reichstaler sogar als Sieger von Waterloo gemalt hätte. Da habe ich den armen Adjutanten bedauert. Er hat ihn bedauert, dass er der Adjutant eines solchen Schweinhundes ist. Wörtlich. Wenn das unter die Leute kommt, dann haben sie es im deutschen Hochadel aber verdorben. Ach was, sie hätten diese Fürsten bei Sedan sehen sollen, wie sie auf dem sicheren Hügel hinter dem König standen und fraßen und durch die Lorgnette gucken. Damals waren sie so klein, dass sie froh waren, wenn jemand mit ihnen gesprochen hat. Hier in Versailles fangen sie bereits an, sich zu fühlen. Aber. Einen ihrer sich schon wieder fühlenden Fürsten habe ich vorhin im Hof gesehen. Ist er krank? Krank? Wieso? Er hat eine Krankenschwester dabei gehabt. Mhm. Was ist daran so komisch? Ihre Ahnungslosigkeit. Die Dame ist seine Mätresse. Coburg hat sie sich in Krankenschwesternverkleidung nachkommen lassen. Dann stimmt wohl auch, was mein Wiener Kollege in der Neuen Freien Presse geschrieben hat. Kaum hört der gothaische Herzog, dass sich irgendwo ein Kriegstheater eröffnet, so will er gleich dorthin. Glückliches Land, dessen Fürst so wenig zu tun hat, dass er ohne weiteres fortreisen und sich an eine Stelle begeben kann, wo er auch nichts zu tun hat. Hm. Ich finde es aber doch sehr schön gedacht, dass Sie im Feld bei Ihren Truppen sein wollen. Da zeigt sich doch eine gewisse Verbundenheit. Wer etwas taugt, hat ein Frontkommando. Den Abschaum haben wir hier. Sie übertreiben wirklich. Es ist doch auch für die deutsche Einigung gut, dass Bismarck Sie alle hier hat. Ich hatte eher den Eindruck, dass er sie schneidet. Natürlich, dieser Riesentrost von Nichtstun. Und alle mit dem Eisernen Kreuz. Alle prinzlichen Hanswürste haben es, die nie Feuer gesehen haben. Naja, einige der hohen Herrschaften. Herzog Georg von Sachsen-Meiningen zum Beispiel blockiert den Feldtelegrafen mit langen Depeschen, in denen er sich mit Engagements von Choristinnen für sein Theater befasst. Und niemand tut was dagegen? Selbst Bismarcks Versuche zur Fürstenerziehung sind da gescheitert. Die anderen machen sie ja auch so. Übrigens soll hier noch eine Art Charlatan aus London sein, mit den höchsten Empfehlungen an den Kronprinzen. Ja, allerdings. Es handelt sich um einen amerikanischen Geisterbanner. Er unterhält die Gesellschaft. Vielleicht band er ja den Geist schamloser Wucherei bei den Horden von deutschen Spekulanten, die sich hier herumtreiben. Verkaufen den Soldaten überteuerten Plunder. Wissen Sie, was die Tabakhändler an ihrem miserablen Zeug verdienen? 700 bis 800%. Doch, hören Sie doch auf damit. Nun, meine Damen und Herren, ich hoffe, dass dieses Gespräch für Sie informativ war. Ein Kollege von mir wird inzwischen versuchen, mit einem Mitarbeiter Bismarcks zu sprechen, und zwar vor dem Kanzlerhaus in der Rue de Provence Nummer 14. Hier draußen treffe ich den Legationsrat Lothar Bucher. Sagen Sie, Herr Bucher, manche Leute haben es immer noch nicht verwunden, dass gerade Sie als Liberaler, als alter 48er, nun dem Grafen Bismarck dienen. Das Ziel meines Lebens war und ist die deutsche Einigung. Und ich bin zu der Überzeugung gekommen, dass niemand anders als der Graf sie zustande bringen kann. Schließlich ist ein halbes Jahrhundert lang darüber gesungen und darauf getrunken worden. Und was ist bis jetzt dabei herausgekommen? Ich sollte besser fragen, was ist nun eigentlich unter Bismarck dabei herausgekommen? Wie steht es um die Gründung dieses Reiches der Deutschen? Was glauben Sie wohl, warum Sie mich hier in so glänzender Stimmung sehen? Die deutsche Einheit ist gemacht und der Kaiser auch. Gerade eben ist ein Brief des Königs von Bayern an König Wilhelm eingetroffen, in dem er ihm die Kaiserkrone anträgt, im Namen der Souveräne. Entschuldigen, so plötzlich, wie ein Blitz auf dem heiteren Himmel? Nein, natürlich nicht. Die Verhandlungen laufen ja schon seit Wochen und Monaten.
Dieser Kaiserbrief aus Hohen Schwangau ist gewissermaßen das Tüpfelchen auf dem i. Nun ist ja die Einstellung der Souveräne kein Geheimnis. Hat es sehr viele Schwierigkeiten mit den Süddeutschen gegeben? Es war alles sehr kompliziert und nervenverschleißend. Aber Graf Bismarck hat die leitenden Minister dieser Länder einzeln hierher nach Versailles gebeten und getrennt mit ihnen verhandelt. Sie wollen sagen, er hat sie gegeneinander ausgespielt? Das war eine etwas zugespitzte Formulierung. Aber jeder Staat wollte sich besondere Rechte vorbehalten. Da sind vielleicht auch besondere Mittel erlaubt. Bundeskanzler Bismarck ist den Süddeutschen doch auch sehr weit entgegengekommen. Ganz gegen die Vorstellungen mancher hoher preußischer Herrschaften. Sie meinen den Kronprinzen? Bitte keine Namen. Bayern zum Beispiel behält eigene Post, selbstständige Armee, besondere diplomatische Vertretung. Aber jetzt ist alles unter Dach und Fach. Vom 1. Januar 1871 an gibt es wieder ein Reich der Deutschen. Findet nun so etwas wie eine Krönung statt? Bis jetzt ist nichts vorgesehen. Allerdings hörte ich gesprächsweise, dass der Kronprinz hier in Versailles eine Art Ausrufung des neuen Kaisers wünscht. Das müsste dann am 1. Januar sein, wenn die Verträge in Kraft treten. Herr Legationsrat, noch ein paar Bemerkungen zu den französischen Ostprovinzen, die Deutschland ja beansprucht. Ich spreche eigentlich ungern davon. Graf Bismarck steht der ganzen Geschichte noch immer mit Skepsis gegenüber. Entschuldigung, ich dachte, das sei längst beschlossene Sache. Wie steht es nun um Elsass und um Lothringen? Ich fürchte, er wird es haben wollen müssen. Wenn man einmal von der öffentlichen Meinung in Deutschland absieht, es gibt ja auch noch praktische Erwägungen. Die deutsche Einigung hängt mit daran. Aber ganz Elsass und Lothringen? Es handelt sich nicht um das ganze Elsass und nur um ein Fünftel von Lothringen. Und zu welchem deutschen Staat sollen nun diese beiden Provinzen gehören? Sie glauben gar nicht, wie viele schon ihre Finger danach ausstrecken. Aber das ist noch in der Schwebe. Da muss noch eine Lösung gefunden werden. Da wissen Sie gar nicht. Nein, wie sollte ich? Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, befürchtet doch der Graf, dass diese beiden Provinzen für immer eine peinliche Belastung für Deutschland sein werden. Und andererseits kann er sozusagen weder vor noch zurück. Sozusagen, ja. Vielen Dank, Herr Legationsrat. Sie sehen, die monolithische Geschlossenheit, die man als Außenstehender hier vermutet, ist eine Fiktion. Politiker gegen Militärs, Souveräne gegen Souveräne, Streit um die Kriegsziele, Auseinandersetzung um die Form der Belagerung. Der festgefahrene Krieg macht jedermann gereizt. Ein Schwarm von Nichtstuern und Mitläufern verbirgt fast die wirklich Handelnden. Ich sagte fast, denn es kann nicht verborgen bleiben, dass die noch immer entscheidende Figur dieses Hauptquartiers Graf Bismarck ist. Grüß Gott und auf Wiedersehen. Das Fazit ist vielleicht etwas düster ausgefallen, aber die Begleitumstände der nun wohl feststehenden deutschen Einigung wird man vergessen, es bleibt der Erfolg. Zu einem anderen Aspekt dieses Völkerdramas, in knapp 3 Wochen ist Weihnachten. Gott Mars war den deutschen Ländern gnädig, die Kriegsfurie hat sie verschont, und so können sich Krieg und Christfest auf den Theaterbühnen ungestört ein Stelldichei geben. Wir zeigen Ihnen Ausschnitte aus einer Aufführung der Tespis-Freunde Maxburg. Gespielt wird Landwehrmanns Christfest. Bitte. Was hast du für kalte Hände? Es weht scharf im Wald. Im Walde? Im Walde? Was hast du im Walde zu suchen? Trost. Trost, wenn es welchen gibt. Man muss seinen Schmerz bekämpfen. Du hast deinen Bräutigam verloren, ich weiß, es tut weh. Aber er starb den Tod fürs Vaterland. Aber er starb. Sehen Sie, Frau Großmutter, sind schön gekommen, die Bäume aus der Schonung. Wir werden unsere Freude haben am heutigen Christabend. Ich wohl nicht. Immer herrschte der Glaube, dass der Christabend Gutes für das alte Forsthaus bringen werde. Und immer ist es eingetroffen. Hochzeit, Verlobung, Kindstaufe waren immer um die Weihnachtszeit. Und heute Abend erst recht. Unser Herr, der Herr Förster, kommt zurück aus dem schweren Kriege, frisch und gesund. Ist das Tor geschmückt, die Haustür? Sie stößt mir ein Messer in die Brust und ahnt es nicht. Oh, welch schöne Arbeit. Das Gewehrband wird den Gatten erfreuen. Ja, nur noch wenige Stiche. Doch deine Freude ist bitter vergällt. Weine, weine, du hast dein Recht dazu. Als der Kriegsruf erscholl, dem frechen Feinde zu begegnen, da schlug auch mir das Herz höher. Doch jetzt störe ich nicht nur heute allein. Nein, nein. Darf ich meine Pfeife auch auf den Gabentisch legen? Ei, wie hübsch.
Das ist allerliebst geschnitzt. Das ist hier das. Und Hector! Sie bellen vor Freude, der Herr Förster. Mein Mann! Ja. Eckart! Mein Eckart! Friederike! Gott zum Gruße, Großmutter Walburga. Deinen Eingang segne Gott. Nun musst aber du erzählen. Sie müssen erzählen. Du schriebst von einer Mühle. Ja. Es war etwas Merkwürdiges um diese Mühle. Wir standen auf Vorposten. Da rief uns ein Mädchen zu Hilfe. Frank Jureas wollten ihren Vater ermorden und plündern. Hei, wie rasch hatten wir da unsere Büchsen zur Hand. Da schosst ihr drein. Richtig, alter Junge. Unsere Kugeln räumten auf. Wie freute sich da der Müller. Zum Dank nahm er einige Verwundete von unserem Heere auf, die für tot auf dem Felde liegen geblieben. Der Brave. Ich besuchte ihn auf meiner Heimreise. Wir wollen auf ihn anstoßen nachher. Nun lasst uns aber die Geschenke besehen. Es ist doch für dich etwas da, Ludovike. Für mich? Ja, du hast nur noch nicht auf dem Tisch nachgesehen. Ein Brief. Sieh ihn doch an. Gerechter Gott, seine Handschrift. Ein letzter Gruß. Das Datum. Du hast das Datum nicht gesehen. Dezember? Und wer im Dezember schreibt, kann wohl nicht tot sein. Ludovike. Ludovike. Seine Stimme. Ernst. Mein teures, geliebtes Mädchen. Stört sie nicht. Er ist, den ich bei meinem braven Müller fand, kaum genesen. Was meinst du, Ludovike, ist das nicht ein schönes Christgeschenk? Wir versagen die Worte, so will ich sprechen. Heil dem Christfest, das solchen Segen bringt. Amen. Amen. Sehr hübsch, aber zurück in die raue Wirklichkeit. Es gibt außerhalb der französischen Metropole noch drei große Kriegsschauplätze, auf denen der Kampf endlos hin und her wogt. Im Norden um Amiens herum, südlich von Paris bei Orléans und westlich unserer Landesgrenzen bei Dijon. Unsere Vertragskorrespondenten haben sich beim deutschen Südostheer und bei der französischen Loire-Armee umgesehen. Hier ihre Berichte. Schnee, eisige Kälte, ab und zu Tauwetter. Unbefahrbare Straßen und ein Gegner, der sich nicht fassen lässt. So sieht es für die Deutschen auf dem südöstlichen Kampfgebiet in der Nähe der Schweiz aus. Auch hier stagniert jetzt der Krieg, nachdem vor kurzem den Badenern und Preußen die Einnahme von Dijon geglückt ist. Größere Truppenbewegungen sind zurzeit unmöglich. Was diese Wahlstadt aber von anderen Kampfplätzen unterscheidet, ist der Gegner. Die Vorposten von General Werders 14. Armeekorps haben hier in der Nähe von Dijon keine französischen Soldaten im Feldstecher, sondern abenteuerlich gekleidete Söhne des Südens, Italiener von Garibaldis Freischar. 12.000 Mann stark stellten sie sich der französischen Republik zur Verfügung. Ihr Kampfwert ist nicht groß, ihre Organisation schlecht, die Führung mangelhaft. Doch den Freischärlern gelang vor 4 Wochen die Vertreibung der Deutschen aus Dijon. Und vor 2 Tagen musste ein Angriff auf das von ihnen besetzte Antin abgebrochen werden. Seitdem nimmt man sie etwas ernster. Noch ernster allerdings nimmt man ihre französischen Waffenbrüder. Sie entwickeln auch hier die rätselhafte Fähigkeit, sich nach jeder Niederlage aufs Neue zu erheben. Eine Fähigkeit, die an Stehaufmännchen erinnert. Hauptsorge des deutschen Oberkommandos ist zurzeit die Abgerissenheit der Truppe. Man hat jetzt erlaubt, dass französische Mäntel und Uniformteile getragen werden. Einigen Spaßvögeln, die sich daraufhin auch noch rote Hosen anzogen, hat man das allerdings untersagt. Die Lage ist eben an allen Fronten gespannt. Es gibt Nachschubschwierigkeiten. Und besonders die Bedeutung des Kriegsgebietes im Südosten ist von den Deutschen wahrscheinlich nicht rechtzeitig erkannt worden. Trotzdem ist die Stimmung hier ziemlich zuversichtlich. Man hat eine Kette von Siegen hinter sich und weiß, dass Frankreich den erfahrenen deutschen Kriegern wohl Unmassen von Menschen in Uniformen entgegenschicken kann. Man weiß aber auch, dass es fast nur noch Stegreif-Soldaten sind.
Sollte den Franzosen aber einmal die Koordinierung der Operationen auf allen Kriegsschauplätzen gelingen, sollten sie es fertigbringen, ihre gewaltige Überlegenheit mit einem Schlag ins Spiel zu bringen, dann allerdings sehe ich schwarz für die Deutschen. Drüben auf der anderen Seite von Cravant liegen die Deutschen. Dort stehen die Thüringer, Mecklenburger, Hanseaten und Bayern, mit denen sich das 16. und 17. französische Korps hier seit Wochen herumschlägt. Wenn man genau hinsieht, kann man am Waldrand die deutschen Vorposten erkennen. Angesichts dieser Weinberge, auf diesem Boden, haben die beiden Gegner in Dutzenden von großen und kleinen Schlachten gekämpft. Die einst blühende Provinz Beauce, über die der Kriegssturm Hunderttausende hinwegwirbelte, ist jetzt ein ausgesogenes, ödes Land. Orléans, das Zentrum von Diktator Gambettas Loire-Armee, 120 Kilometer im Süden von Paris, ist nur einen Tagesmarsch weit entfernt. Von dort aus sollte Paris befreit werden, doch gerade vorgestern ging Orléans verloren. So ist der endlose Krieg hier erst einmal zum Stehen gekommen, denn auch die Deutschen haben ziemlich gelitten. An der hasserfüllten Entschlossenheit, die deutschen Barbaren vom heiligen Boden Frankreichs zu vertreiben, hat sich allerdings nichts geändert. Schon zieht man weiter südlich Verstärkung zusammen, darunter alles, was man auftreiben konnte, nordafrikanische Zouaven, Fremdenlegion, Mobilgarden. Für die Franzosen bedeutet das den Fortgang der unsagbaren Mühsal. Über Frankreich ist der kälteste Winter des Jahrhunderts hereingebrochen. Vorgeschobene Gruppen wie diese hier haben besonders zu leiden. Aber die Bereitschaft zum Erdulden von Strapazen, die Gutwilligkeit der einfachen Soldaten, von denen die meisten kurz ausgebildete Rekruten sind, macht offenbar Wunder möglich. Das Wunder heißt Loire-Armee. Und deshalb erlebt die Welt, was auch ich hier staunend sehe. Immer wenn die Deutschen glauben, den entscheidenden Schlag geführt zu haben, gelingt es der unglaublichen Geschicklichkeit Gambettas und seines hier kommandierenden Generals Chancy, auszuweichen, zu sammeln, zu reorganisieren und wieder von Neuem da zu sein. Diese Hydra hat für die Deutschen immer noch zu viele Köpfe. Nicht, dass die Loire-Armee große Siege an ihre Fahnen heftet, ist ihre Stärke. Ganz im Gegenteil. Es ist der Mut zum Weitermachen. Ich möchte beinahe sagen, es ist ihr bloßes Vorhandensein. Ob das genügen wird, den Sieg zu erringen, kann niemand vorhersagen. Genauso wenig, wie lange das Morden noch andauern wird. Ich fürchte, ich werde Ihnen auch weiter über diesen Konflikt zu berichten haben. Bitte verfolgen Sie die entsprechenden Programmannoncen in den lokalen Gazetten. Grüß Gott und au revoir.